Willkommen Leute bei einem neuen Video. Heute geht es um Black Summer, eine postapokalyptische Dramaserie, die von 2019 bis 2021 lief. Aktuell ist es unklar, ob die Serie noch weitergehen wird oder nicht, aber ich wollte auf jeden Fall mal ein Video dazu machen, denn die Umstände, wie ich zu der Serie kam, waren auf jeden Fall etwas merkwürdig, denn mir wurde die Serie empfohlen, gleich zweimal. Und beide Male war es ein eigentlich negativer Grund, warum ich die Serie unbedingt anschauen sollte. Denn mir wurde gesagt, dass die Serie wirklich, wirklich schlecht sei. Und deshalb dachte ich mir, okay, ich muss unbedingt mal reinschauen, mal gucken, ob die wirklich so schlecht ist. Und ja, sie ist nicht schlecht, Leute. Sie ist ganz und gar nicht schlecht. Denn ich habe dann nach der ersten Folge schon gemerkt, dass mir die Serie wirklich gut gefällt und ich nicht wirklich erkennen konnte, was eigentlich hier so schlecht sein soll. Ich muss wirklich sagen, das war eine coole Art und Weise, an das ganze Thema ranzugehen. Es war keine Kopie von The Walking Dead oder so in der Art. Es war einfach eine ganz eigene Art und Weise, das Ganze zu erzählen. Weniger Hintergrunddramen, sondern viel mehr Fokus auf das Hier und Jetzt und vor allem auch in dem Fall auf diese infizierten Zombies mehr oder weniger. Ich muss wirklich sagen, die Zombies hier sind echt extrem OP. Ich hasse solche Art von Zombies. Denn ja, was soll man dagegen machen? Die Walking Dead Zombies sind natürlich in der Herde auch extrem gefährlich und man kann sie halt sehr schnell unterschätzen, weil man eben davon ausgeht, dass sie eben sehr langsam sind. Aber diese hier, da kann man einfach nichts gegen machen. Die sind einfach nur brutal. Die sind super schnell, haben eine unendliche Ausdauer. Und zudem sind die nicht mal komplett dumm. Klar, man kann sie relativ leicht austricksen, allerdings verstehen sie teilweise, was gerade abgeht und können dann irgendwie einen anderen Weg ins Haus reinfinden oder so. Deshalb, hui, in der Welt würde ich nicht gerne leben wollen. Ja, auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, ich bin sehr überrascht gewesen, dass mir die Serie so gefallen hat. Es gab extrem wenig Plot-Armor, es sind so viele Charaktere gestorben, bei denen ich dachte, die werden noch eine ganze Weile überleben. Es war extrem plötzlich und ich dachte mir wirklich nur so, okay, als ob die das echt gerade gemacht haben. Als Beispiel bei Velez in der ersten Staffel oder auch bei Lance, gleich am Anfang der zweiten Staffel, das war, ich konnte nicht glauben, dass sie es echt gemacht haben, aber wirklich krass. Am Ende von Staffel 2 haben wir dann auch Spears tot bekommen. Ja, auf jeden Fall schade, war aber auch schon so ein bisschen vorab zu sehen, dass er die Staffel wahrscheinlich nicht überleben wird. Immerhin haben wir so ein bisschen von seiner Vergangenheit mitbekommen. Mega cool auch erklärt bekommen, dass man nicht irgendwie einen Backstory-Arc gezeigt bekommen hat, sondern so Stückchen für Stückchen so nach und nach alles erzählt bekommen hat. Und es war auch nie ganz offensichtlich gemacht wurde. Man konnte sich so ein paar Puzzle-Time eben zusammenreimen und zusammensetzen. War mega cool gemacht und coole Charaktere. Ich finde, es war auf jeden Fall eine Art und Weise, die schon mehr oder weniger realistisch wirken kann, muss nicht, aber wie gesagt, kann. Rose und ihre Tochter Anna, mega krasses Duo auf jeden Fall. In der ersten Staffel war ja Anna im Prinzip nicht vorhanden, bis auf ganz kurz am Anfang und am Ende. Aber ich finde es wirklich krass, wie sie diese ganzen psychologischen Auswirkungen auf Anna gezeigt haben in der zweiten Staffel, weil ja, die ganze Welt einfach komplett am Arsch war. Rose, ihre Mutter, sie andauernd beschützt hat, keinen mehr getraut hat, jeden gleich getötet hat. Und man hat auf jeden Fall gesehen, wie Anna komplett zerstört wurde dadurch. Und krass auf jeden Fall mit anzusehen, wie das so sein könnte. Die Koreanerin Oh Ki-sun, wenn man sie so ausspricht, mega coole Kombination auf jeden Fall, die mit in die Serie reinzubringen. Dass sie in dem Fall auch gar nicht wirklich kommunizieren kann mit irgendwem oder kaum. Das war eine coole Art und Weise darzustellen. Sie hat einfach Pech gehabt, dass sie jetzt in dem Fall genau zu dem Zeitpunkt, als die Welt unterging, einfach in einem Land war, in dem sie sich überhaupt nicht mit anderen unterhalten konnte. War echt krass auf jeden Fall zu sehen. Lance war auch ein Charakter, der als sehr schlecht erklärt wurde. Ich finde, der hat nicht wirklich viel Schlimmes gemacht. War halt so ein bisschen lost und ein bisschen dämlich, aber ich finde, es gab in den allermeisten Serien, die ein bisschen größer sind, auf jeden Fall immer einen Charakter, der noch behinderter war oder noch dümmere Sachen gemacht hat. Deshalb, das kann ich ihm auf jeden Fall verzeihen. Nach Staffel 1 dachte ich mir, Staffel 2 könnte bestimmt nicht mehr viel aus der ganzen Sache machen, da eben schon so viele Charaktere gestorben sind. Und nach Staffel 2 wissen wir, es sind nur noch 3 Charaktere vom Anfang übrig geblieben. Und deshalb denke ich auch nicht, dass es weitergehen wird. Aktuell hat wohl Jamie King, die Rose spielt, eine Rolle in einem Film, deshalb geht es auch momentan nicht weiter. Es ist auch generell nicht bestätigt worden, ob die Serie gecancelt ist oder eben weitergehen wird.
Mal schauen. Ich muss wirklich sagen, das Ende war eigentlich in Ordnung. Deshalb, für mich kann man es genauso stehen lassen. Sie haben es natürlich teilweise ein bisschen offen gelassen. Man könnte weitermachen, wenn man wollte. Muss, finde ich, echt nicht gemacht werden. Denn immerhin finde ich, es ist auf jeden Fall okay. Das kann man so machen. Es ist keine großartige Serie. Es ist einfach eine Serie, die man sich mal, ja, gut anschauen kann. Es gibt da eben, wie gesagt, nicht so viel Hintergrunddrama. Es ist nicht so, dass da irgendjemand gibt, der wirklich gut ist. Jeder von denen hat irgendwas Schlechtes getan. Bis auf die Asiatin vielleicht. Deshalb, ja, muss ich da jetzt auch keine Art Happy End für jeden sehen. Ich bin froh, dass die Asiatin überlebt hat. Ich bin froh, dass Anna überlebt hat. Deshalb, ja, das ist eigentlich für mich völlig in Ordnung, wie sie beendet haben. Mal schauen, ob sie trotzdem weitermachen werden oder nicht. Ich glaube, die kamen soweit auch sehr gut an. Deshalb könnte ich mir gerade bei Netflix Original Serien gut vorstellen, dass sie vielleicht nochmal eine dritte Staffel machen werden. Was habt ihr von der Serie gehalten? Schreibt das unten in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn Shisui One Piece mir die nächste Serie empfiehlt.